zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Video. Juhui, es ist Wochenende. Wer freut sich auf das Wochenende? Ich freue mich mega drauf. Heute ist ja der 13. Das Päckchen sieht heute etwas grösser aus. So. Also, zum Schmecken schätze ich mal, dass hier ein Tee drin ist. Ich kann mal schauen, ob das so ist, wie ich gedacht habe. Oder ob ich falsch geraten habe, ob es etwas anderes ist. Yes! Es ist tatsächlich ein Weihnachtstee. So. So ein Klausermützchen vor dran, finde ich sehr herzig. Ich habe sehr gerne so in der Zeit, wo es so kalt ist draußen, habe ich sehr gerne Punsch. Orangenpunsch ist mein Lieblingspunsch. Und vor allem verschiedene so Wintertee oder also Weihnachtstee oder so ein bisschen einfach so ein Tee. Ich habe das so gerne. Schreibt doch unten in die Kommentare, was ihr im Winter so trinkt, wenn es kalt ist. Ob Punsch oder Rumpunsch oder Tee oder weiß auch nicht was, was ihr so gerne trinkt über die Weihnachtszeit, wenn es so kalt ist. In diesem Tee ist, er heisst Wintertraum und drinnen ist Orange und Zimt geben dieser winterlichen Früchte-Tee-Mischung eine besondere Note. Früchtetee, Zutaten, Hibiskus, Hagebuttenschalen, Apfelstücke, Orangenschale, Zimtstücke, Kardamom, keine Ahnung was das ist, Safflor und Aroma. Also das ist so etwas, was drinnen ist. Und ich würde mich jedenfalls sehr freuen auf den Tee. Vielleicht machen wir heute mal bei Ihnen. Und würde euch sagen, wie der Geschmack ist von diesem Tee. Einmal durch das Karton. Dort schmeckt es schon mal mega fein. Ich habe heute mit einer Freundin Labello drin. Ich habe auch sehr gerne Labello. Bei mir liegen überall. Der Stuga liegt Labello. Ich habe immer einen Labello dabei, entweder in der Hosentasche oder wenn ich bei Pullover so eine Tasche habe, und in der Tüte. Und bei mir vom Nachttisch hat es ein Labello, also im Bad hat es so ein Labello. Bei mir liegen überall ein bisschen Labellos und ich liebe Labellos. Also wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video ein Like. Und wenn es das Like, lasst bitte gerne ein gratis Abo da. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit du oder die draußen immer informiert werdet, wenn ein neues Video von mir online kommt. Und bitte empfehle doch meinen Kanal gerne weiter, damit es wachsen kann. Also, ich bitte nicht darum, oder auch bitte darum, aber es ist jedem freigestellt, ob er mir folgen will oder nicht. Mich würde es natürlich sehr freuen, wenn ich neue Abonnenten bekomme. Und ich werde auch versuchen, jedem, der mich abonniert, zu folgen. Und folgt mir doch auf Instagram, dort heiße ich _martina_kopp_. Dort bin ich auch dran, mit dem Adventskalender von Nivea. Da tue ich auch jeden Tag ein Foto abladen. Und noch so ein Rahmungsfoto. Und umher schreiben, was im Adventskalender war. Und ja, geht doch mal vorbeischauen und lasst dort auch noch ein Abo da. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis morgen am Abend. Morgen kommen wieder zwei Videos, weil ich werde morgen an ein Konzert gehen. Was für ein Konzert würde ich nicht verraten, aber ihr werdet es sicher sehen. Und dann kommt dann wieder das Video vom Adventskalender. Also unbedingt einschalten morgen. Ich kann nicht sagen, wann das morgen das Video online kommt, aber schaltet einfach mal, so sag ich jetzt mal, zwischen
8 und 12 Uhr nachts ein, dann seht ihr zwei Videos, würde mich mega freuen. Tschüss zusammen und bis morgen am Abend. Ich habe euch mega fest gern.